Yuki Tsunoda ist Japaner Nummer 24, der in der Formel 1 an den Start geht. Honda ist einer von bereits 6 japanischen Motorenherstellern in der Formel 1. Und dieses Jahr wird der Grand Prix von Japan zum 36. Mal stattfinden. Diese 3 Zahlen zeigen, dass Japan fest verwurzelt ist in der Formel 1 Geschichte, doch ich möchte in diesem Video die Frage beantworten, wie wichtig ist Japan für die Formel 1 oder vielleicht auch andersrum gefragt, wie wichtig ist die Formel 1 für Japan? Dazu lohnt sich ein Blick in die japanische Formel 1 Geschichte und genauso auf die Frage, wie schlägt sich Japan im Vergleich mit den anderen Nationen? Und außerdem würde mich eure Meinung interessieren. Denkt ihr, dass Japan und japanische Fahrer in der Zukunft Erfolge feiern werden in der Formel 1? Und ich krieg gerade einen Funkspruch ins Ohr. Ja, dieser Kanal hat erst 8 Abonnenten, richtig. Das müssen richtig coole Typen sein, auf jeden Fall. Liebe F1 Community, natürlich würde ich mich sehr über Abonnenten freuen, über weitere Abonnenten. Im Gegenzug biete ich natürlich weitere Formel 1 Videos an, die hoffentlich auch zur Diskussion anregen. Das ist mein Ziel. Ich möchte Formel 1 Content liefern und das für viele, viele weitere Videos. Deswegen bitte unterstützt mich. Aber jetzt legen wir mal los. Drehen wir die Zeit zurück. Weit zurück, und zwar in das Jahr 1976, der erste Grand Prix von Japan, damals am Fuße des Mount Fuji. Dieser Grand Prix kam zustande dank eines gewissen Bernie Ecclestones, der, so wie wir ihn natürlich kennen, das große wirtschaftliche Potenzial aus dem japanischen Markt identifiziert hat und so dann diesen Grand Prix ermöglicht hat. Und auch gespickt mit einem sehr, sehr lukrativen TV-Deal. Dieser TV-Deal war auch der Grund, warum der Grand Prix unbedingt stattfinden musste, trotz monsunartigen Regenfällen und trotz auch der Sicherheitsbedenken von vielen, vielen Fahrern. Damals haben sich, glaube ich, über 2/3 der Fahrer gegen einen Start ausgesprochen, aber Bernie Ecclestone und die Formel 1 haben darauf beharrt, dass das Rennen stattfinden sollte, damit man den japanischen Zuschauer nicht gleich beim ersten Rennen im TV dann auch verkrault. Und natürlich lag es auch auf der Hand, dass man japanische Fahrer in der Formel 1 sehen wollte. Und so haben es 4 Fahrer zur Anmeldung für diesen Grand Prix geschafft. Den ersten Sitz vergab das damalige Surtees Team, und zwar an einen gewissen Noritake Takahara, den damaligen F2 Champion, also macht durchaus Sinn, diese Wahl, da einen talentierten Nachwuchsfahrer ins Cockpit zu stecken, und Takahara sollte dann auch der Japaner sein mit der besten Platzierung im Rennen, und zwar war das damals Platz 9. Das Williams-Team ist damals einen anderen Weg gegangen. Frank Williams hat sich entschieden, einen gewissen Masami Kobashima ins Cockpit zu holen, und zwar, weil der die meisten Sponsorengelder mitbrachte, also hier eine witzige Parallele auch zur heutigen Zeit. Auch damals schon wurde der Paydriver ausgesucht, und diese Sponsorenunterstützung verlor dann aber Kobashima nach dem ersten freien Training, als klar war, er wird gnadenlos hinterherfahren, er wird nicht die japanischen Fans entzücken, und daher sind die Sponsoren damals zurückgetreten und das Cockpit war dann doch frei, und Frank Williams hat das Geld natürlich nie gesehen. Die anderen beiden Fahrer gingen für 2 japanische Teams an den Start, und zwar waren das Masahiro Hasemi für das Maki-Team und Katsuyoshi Hoshino für das Kojima-Team. Für das Maki-Team, das damals mit einem Ford Cosworth ausgestattet war als Motor, war es tatsächlich dann auch der letzte Versuch, sich für einen Grand Prix zu qualifizieren. Man hat es wieder nicht geschafft, das heißt, im Rennen waren dann tatsächlich nur 3 Japaner. Ich finde, dieser schöne Bolide, und zwar der Maki F102, hätte es definitiv verdient, am Rennen teilzunehmen. Dieser Bolide aber definitiv nicht, und zwar ein Jahr zuvor, wir drehen nochmal die Zeit zurück, 1975, das Maki-Team versucht schon seit einem Jahr, sich für einen Grand Prix zu qualifizieren, schafft es nicht und entscheidet dann beim Grand Prix der Niederlande, einen japanischen Fahrer die Chance zu geben, sich zu qualifizieren, und zwar Fushida Hiroshi, einen talentierten Sportwagenfahrer und Kfz-Mechaniker. Und Fushida Hiroshi sollte dann der erste japanische Formel-1-Fahrer der Geschichte sein.
Aber auch Hiroshi wird es nicht schaffen. Am Ende des Qualifyings in Zandvoort landet er 13 Sekunden hinter dem damaligen Pole-Sitter Niki Lauda. Und auch beim nächsten Rennen, beim Grand Prix von Großbritannien, wird er es nicht schaffen. Und so endet auch diese kurze Karriere von Hiroshi ziemlich schnell wieder in die Geschichtsbücher. Vor allem in die japanischen Geschichtsbücher hat er es damit aber definitiv geschafft. Die Geschichte des japanischen Maki-Teams sicherlich nicht eine erfolgreiche, aber war das Maki-Team auch das erste japanische Team in der Formel 1? Nein, denn diesen Eintrag in der Geschichte blieb einem großen Namen vorbehalten, und zwar Honda. Bereits Anfang der 60er Jahre wollte Firmengründer Soichiro Honda unbedingt in die Formel 1, nachdem man in den Motorradklassen bereits sehr gute, sehr große Erfolge feiern konnte. Und so vereinbarte man 1963 eine Kooperation mit Lotus. Lotus sollte das Auto bauen, Honda sollte das Auto motorisieren. Aber das Projekt wurde leider relativ schnell beendet. Und so entschloss man 1964 einen eigenen Boliden in die Formel 1 zu bringen. Die erste Saison mit dem damaligen amerikanischen Rennfahrer Ronnie Bucknum war noch relativ wechselhaft, mit vielen, vielen Ausfällen gekennzeichnet. Aber bereits ein Jahr später konnte man damals mit dem Briten Richie Ginter dann am Steuer den ersten Grand Prix-Sieg einfahren. Und zwar beim Großen Preis von Mexiko 1965. Nach einem weiteren Sieg 1967 in Monza und vielen Auf und Abs entschloss sich dann aber der Firmengründer Soichiro Honda, sich aus der Formel 1 zurückzuziehen. Das war am Ende der Saison 1968. Und das begründete man vor allem damit, dass die Formel 1 nicht lukrativ war. Sie war ein Geldfresser für Honda. Und man wollte sich damals dann auch auf die Massenproduktion von Massenautos konzentrieren, wie zum Beispiel dem Honda Civic in den 70er Jahren. Die Rückkehr als Motorenlieferant sollte dann erst in den 80er Jahren folgen. Allerdings war das eine wirklich, wirklich erfolgreiche Zeit. Wie wir alle wissen, die Partnerschaft mit McLaren, der McLaren Honda von 1987 bis 1991, wirklich das Maß aller Dinge in der Formel 1. Und die Rückkehr als Werksteam, die ist ziemlich schnell erzählt, und zwar 2006 die Rückkehr von Honda in die Formel 1 mit sehr, sehr großen Ambitionen, mit einem ersten Überraschungssieg, damals Jenson Button am Hungaroring 2006, aber dann sehr, sehr vielen Enttäuschungen 2007, 2008 ist man sogar dem Schwesterteam Super Aguri manchmal hinterhergefahren. Das war nicht schön anzusehen für das große Honda-Team. Und so entschloss man sich dann auch nach drei Saisons, dann auch wieder sich aus der Formel 1 zurückzuziehen. So viel zu den Pionieren der japanischen Formel 1 Geschichte, aber blicken wir jetzt mal den Blick auf die Statistik, und zwar, wie erfolgreich sind japanische Fahrer, wie erfolgreich sind japanische Teams oder auch Motorenhersteller im Vergleich zu anderen Nationen. Bei den Fahrern ist das leider ziemlich ernüchternd. 0 WM-Titel, 0 Siege und gerade mal 3 Podiumsplätze. Und zwar war das 1990 Aguri Suzuki in Suzuka, damals beim Heimrennen. Dann 2004 Takuma Sato in Indianapolis. Wow, an dem Ort, wo er dann noch zweimal die Indy 500 gewinnen sollte. Was für ein Zufall, oder auch nicht. Und dann nochmal 2012 Kamui Kobayashi, ebenfalls beim Heim Grand Prix in Suzuka. Zum Vergleich, 9 finnische Fahrer schafften es auf 4 WM-Titel, 56 Siege und 235 Podiumsplätze. Das haben 24 Fahrer aus Japan natürlich nicht geschafft. Okay, zugegeben, die Finnen sind in dieser Statistik natürlich ziemlich krass unterwegs. Aber es haben immerhin schon 23 Nationen geschafft, einen Formel-1-Fahrer zu stellen, der einen Sieg erringen konnte. Darunter auch wirklich Formel-1-Exoten oder exotische Länder, was Formel-1 angeht, wie zum Beispiel Kolumbien, Polen oder auch Venezuela. Woran liegt es, dass Formel-1-Fahrer aus diesem motorsportverrückten Land keinen Erfolg in der Formel-1 feiern können? Man kann hier natürlich nur mutmaßen. Ich denke einfach, dass japanische Fahrer gerade in der Vergangenheit immer relativ spät erst an die europäische Formel 1, ist nun mal ziemlich europäisch,
herangeführt worden sind. Im Vergleich dazu gibt es viele Südamerikaner auch schon früher, wie zum Beispiel an Ayrton Senna, die relativ früh nach Europa gegangen sind, um sich da dann in den unteren Klassen dann noch mit den anderen, mit den Europäern zu messen. Die Japaner haben ihre eigenen japanischen Serien und sind dann früher relativ spät dann erst zu den Formel-1-Teams gestoßen, haben dann natürlich auch sich erstmal an die Kultur gewöhnen müssen. Oft gab es auch sprachliche Barrieren. Und das ist eine Mutmaßung von mir, dass das natürlich nicht geholfen hat. Ich drücke jetzt natürlich Yuki Tsunoda auf jeden Fall die Daumen. Er ist jetzt auch mit seinem relativ jungen Alter schon ziemlich weit. Er wurde jetzt relativ frühzeitig auch von Red Bull Racing in das Nachwuchsprogramm aufgenommen, konnte sich jetzt dann auch in der Formel 3 und vor allem auch in der Formel 2 nochmal messen. Sein Englisch ist auch sehr gut und sein Talent ist sowieso unumstritten. Das hat man jetzt auch bei seinem ersten Formel 1 Grand Prix in Bahrain vor 2 Wochen gesehen. Was die japanischen Teams und vor allem die japanischen Motorenhersteller angeht, sieht die Sache nicht ganz so schlimm aus, würde ich sagen. Hier hält natürlich Honda die japanische Flagge hoch mit den 6 WM-Titeln aus den Jahren 86 mit 91 mit McLaren. Und damit liegt man hinter Ferrari, Renault, Ford und Mercedes auf einem 5. Platz der All-Time-Bestenliste der Motorenhersteller. Bei insgesamt 460 Grand Prix-Teilnahmen kommt man auf immerhin 78 Siege. Das ist eine Siegquote von knapp 17% und vielleicht mal als Vergleich dazu, die Siegquote von Ferrari, die liegt auch nur bei 23,6%. Also ich glaube, hier muss sich Honda wirklich nicht verstecken. Man muss auch einfach bedenken, dass die europäischen Motorenhersteller hier auch nochmal einen größeren Vorteil haben. Einfach aufgrund der geografischen Nähe zu den Formel-1-Teams, die nun mal alle oder fast alle ausnahmslos in Europa sitzen. Allerdings muss man auch sagen, dass die japanischen Werksteams, wenn sie denn an den Start gingen in die Formel 1, auch relativ unerfolgreich waren. Ich denke, neben Honda muss man hier auf jeden Fall noch Toyota nennen. Beide Teams, beide Motorenhersteller, beide Fabrikanten haben sehr, sehr viel Geld in die Formel 1 gesteckt. Der Erfolg ist ausgeblieben und das zeigt für mich einfach nochmal, dass Geld alleine keinen schnellen Erfolg in der Formel 1 bringt. Da ist einfach Langfristigkeit und Ausdauer gefragt. Und dadurch, dass Honda jetzt auch schon wieder die Formel 1 verlässt am Ende dieser Saison 2021, zeigt das einfach für mich, dass dieses langfristige Interesse von japanischen Teams, von japanischen Marken an der Formel 1 einfach nicht gegeben ist. Die japanischen Autohersteller sind umso mehr von der E-Mobilität getrieben in den letzten Jahren und deshalb sieht man einfach keinen Marketingfaktor in der Formel 1 und deshalb glaube ich auch nicht, dass in der kurzfristigen, mittelfristigen Zukunft andere japanische Teams oder auch Honda vielleicht nochmal in die Formel 1 zurückkehren. Deshalb mein Fazit, ich sehe schwarz für die Zukunft von japanischen Fahrern und japanischen Teams in der Formel 1. Yuki Tsunoda ist hier wirklich eine Ausnahme. Er hat jetzt gezeigt, dass er es verdient hat, in die Formel 1 zu kommen. Und ich würde es mir sehr, sehr wünschen, wenn Yuki Tsunoda vielleicht doch nochmal einen Erfolg für Japan in der Formel 1 herausfahren könnte. Verdient hätte er es auf jeden Fall. Aber ich sehe keine japanische Marke, die sich in den nächsten Jahren für die Formel 1 interessieren wird, die den Einstieg in die Formel 1 sucht. Und deshalb glaube ich einfach, dass das Interesse auch von japanischen Zuschauern an die Formel 1 weiter sinken wird. Und so leid es mir auch tut, ich wünsche mir das nicht, aber ich sehe auch tatsächlich den Grand Prix von Japan in Gefahr und würde auch einfach hoffen, dass da die verrückten japanischen Formel 1-Fans diesen Grand Prix noch ein bisschen am Leben halten können. Aber wie seht ihr das mit den japanischen Herstellern? Glaubt ihr nochmal an ein Comeback? Glaubt ihr daran, dass japanische Hersteller nochmal zurück in die Formel 1 kommen? Und wie seht ihr Yuki Tsunoda? Traut ihr ihm den großen Fang zu, wirklich mal einen ersten Sieg für Japan in der Formel 1 einzufahren? Ich würde mich sehr über eure Meinung freuen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like geben würdet, wenn es euch gefallen hat. Und am meisten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr tatsächlich ein Abo dalassen würdet. Mein Name ist JF1 und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!